So vermeidest du Sonnenbrand, kriegst Kaugummi vom Schuh ab und lernst effektiver. Diese Tricks und noch mehr jetzt in diesem Video. Platz 10. Du willst Geld sparen, aber gibst es immer aus? Dann versuche immer bar zu bezahlen. Dadurch, dass du dein Geld in Scheinen und Münzen siehst, entwickelst du ein viel besseres Gefühl dafür, wie viel Geld du wirklich ausgibst. Nummer 9. Kleiner Motivationstipp. Wenn du mit jemandem länger als 6 Jahre befreundet bist, wird diese Freundschaft zu 95% dein Leben lang halten. Platz 8. Wie lernst du am besten? Lerne 30 bis 50 Minuten am Stück und mache dann 10 Minuten Pause. Das wiederholst du dann mehrmals. Dadurch konzentrierst du dich optimal und entspannst dich danach wieder. Nummer 7. Wenn du erfolgreich in etwas sein möchtest, vergleiche dich nicht mit den anderen, sondern immer mit dir selbst. So siehst du am besten, welche Fortschritte du machst, und darauf kommt es an. Platz 6. Wenn du im Sommer viele Tomaten isst, verringert das die Chance, einen Sonnenbrand zu bekommen. Also, Summertime is Tomato Time. Nummer 5. Draußen ist es heiß und du schwitzt vor dich hin? Dann kühle deine Unterarme mit kaltem Wasser. Das hat automatisch auch einen kühlenden Effekt auf deinen ganzen Körper. Und die Top 4. Wenn euch ein Taxifahrer im Urlaub fragt, ob ihr aus der Gegend kommt, sagt immer ja. Sonst wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit einen längeren Weg fahren und ihr bezahlt mehr. Die Sprache solltet ihr natürlich können, sonst kommt das Ganze unglaubwürdig. Nummer 3. Schläfst du unruhig, dann schlafe auf der rechten Körperhälfte. Dadurch verringert sich der Druck auf dein Herz und du schläfst besser. Und auf Platz 2. Bist du gestresst? Dann singe unter der Dusche. Menschen, die das tun, sind im Durchschnitt gelassener. Und auf Platz 1. Hast du Kaugummi am Schuh? Dann lege den Schuh kurz ins Kühlfach. Dadurch wird der Kaugummi hart und du kannst ihn ganz leicht wieder abkratzen. So Leute, hat euch ein Trick aus dem Video gefallen? Dann freuen wir uns natürlich über einen Mittelfinger nach... Nein, ich meine natürlich über einen Daumen nach oben. Hier könnt ihr das Video auch gerne noch teilen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.